Ja, ganz kurzer Vortrag zum Thema mit der ISS funken. Ich dachte, ich schiebe den noch mal kurz da rein. Schön, dass ein paar Leute da sind. Mein Name ist Lars oder auch DC4LW. Ich bin von der Chaoswelle hier, den Funkamateuren, die auch hier drumherum sind. Ja, und ich habe ein bisschen Material mitgebracht, um einfach mal zu zeigen, wie es geht, mit der ISS zu funken. Denn schwer ist das eigentlich nicht. Wo ist die ISS gerade? Naja, so 408 Kilometer über uns, wenn sie über uns hinwegfliegt. Der letzte Überflug war irgendwann heute Morgen. Ich glaube, heute kommt keiner mehr vorbei, hatte ich vorhin gesehen, leider. Erst morgen früh kommt der nächste. Das heißt, sie ist gar nicht mal so weit entfernt. Das kann man recht gut auch mit Funk überbrücken, diese Entfernung. Das ist überhaupt kein Thema. Die ISS hat eine Bahnneigung von 51,6 Grad. Das heißt, es ist so diese Höhe. Wenn man so die Erde als Kugel nimmt, ist das so die Höhe, bis wohin die Erde halt oder bis wohin die ISS auf der Erde halt kommt. Das ist ungefähr die Höhe von Dresden. Ja, Leipzig ist ungefähr die gleiche Höhe. Das heißt, wir haben da hier so die nördliche, ja, wie soll man sagen, Wendepunkt von der ISS. Das heißt, hier haben wir schon die Chance, beim Kongress auch, die ISS direkt über uns zu sehen. Da hatten wir auch schon schöne Durchgänge gehabt. Wenn man jetzt ein bisschen weiter nördlich ist, nehmen wir die letzte Location, Hamburg, letztes Jahr vom Kongress da. Naja, da war die ISS immer so ein bisschen geneigt, die war nicht ganz über uns, sondern immer so ein bisschen im Süden halt. Die kommt innerhalb von 93 Minuten einmal um die Erde geflogen. Das heißt, wenn man einen Durchgang verpasst hat, dann hat man in 93 Minuten nochmal eine Chance, vorbei die ISS zu empfangen oder zu sehen auch. Es kann aber sein, und das ist auch in der Regel der Fall, dass die Erde sich unten drunter wegdreht, dummerweise. Das heißt, beim nächsten Übergang, Durchgang kommt die ISS nicht direkt mehr über uns so in der Mitte hinweg, sondern ein bisschen halt weiter unten am Horizont. Oder halt, ja, wenn sie gerade am Aufgehen ist, dann halt später dann nochmal etwas mehr. Also man hat teilweise die Chance, bis so, ja, drei Durchgänge hintereinander halt mitzukriegen. Falls ihr sie noch nicht gesehen habt, solltet ihr mal darauf achten, vielleicht mal irgendwie so einen ISS-Tracker oder so installieren. Ich frage mal kurz in die Runde rein, wer hat die ISS schon mal gesehen? Weiß, wie es aussieht? Gut. Also ich meine so als Objekt am Horizont, so abends. Es fällt dann immer im Sommer so auf, wenn auf einmal so ein Stern, richtig helles Objekt, so entlang zieht. Das ist quasi, naja, nach der Sonne und dem Mond das dritthellste Objekt am Himmel. Müsste man irgendwie in der Nacht drauf achten. Im Winter ist es weniger stark. Im Sommer, da sieht man es halt einfach besser, weil die Sonne halt ein bisschen besser noch über die Erde hinweg geht und so. Man kann die auch bis zu 10 Minuten sehen. Also wenn man einen ordentlichen Übergang hat, genauso halt über sich hinweg, so 10 Minuten Sichtbarkeit ist da durchaus möglich. Das zieht die so richtig schön am Horizont entlang. Sieht echt gut aus. Na, und wenn die halt so am Horizont auch ist, also sprich, wenn die so gerade runtergeht, in ein paar Grad Höhen einfach nur ist, dann ist die auch schon ein paar hundert Kilometer entfernt. Also von hier aus betrachtet, wenn die relativ weit untergegangen ist, dann ist das meistens schon so eine Adria oder so. Deren Höhe, die sich halt gerade befindet. Aber man sieht die immer noch so ein bisschen. Ist schon sehr spannend. Ja, wie kann ich mit der ISS kommunizieren? Da oben gibt es Funkgeräte. Tollerweise gibt es auch ein Funkgerät dort, was für den Amateurfunk gebraucht werden darf. Oder ausschließlich für den Amateurfunk ist. Das heißt, es ist nicht nur Betriebsfunk dort, so dass die halt mit den Astronautinnen und Kosmonautinnen halt irgendwie reden können, sondern auch halt, ja, so für Freizeitzwecke. Es ist sogar tatsächlich angedacht, dass die Personen halt abends oder sonntags, wenn sie Freizeit haben, auch mal mit der Erde einfach mal reden. Um so ein bisschen das Hobby zu betreiben, ein bisschen Kommunikation zu betreiben und auch so vielleicht als Entspannung. Die meisten, die dort oben sind auf der ISS, haben auch ein Amateurfunk-Rufzeichen. Das heißt, ich als stinknormale Person, die auch nur Amateurfunk macht, weil ich irgendwann mal so eine komische Prüfung bei der Bundesnetzagentur abgelegt habe, kann hingehen und kann mit Astronautinnen oder Kosmonautinnen halt einfach mal reden. Überhaupt kein Thema. Was brauche ich dazu? Man kann das Teil nutzen. Das ist ein einfaches Handfunkgerät. Kleine Stummelantenne dran. 145,8 MHz einstellen. Naja, gut, da haben wir jetzt gerade nur Rauschen drauf. Aber das reicht vollkommen aus, um die ISS reinzukriegen. Man muss gar nicht mal irgendwie drehen, man braucht gar nicht mal den Doppler-Shift irgendwie einstellen. Das ist Frequenzmodulation hier. Das hat so eine große Bandbreite von 12 Kilohertz. Da merkt man es gar nicht, dass halt irgendwie, ja, so ein Doppler-Effekt noch eintritt. Ich meine, die ISS, die rast damit irgendwie, wie schnell ist die nochmal? Ich glaube 27.000 Kilometer, nee, 27.000 Meter pro Sekunde, irgendwie sowas in der Ecke. Rast die da oben entlang? Nee, 27.000 Kilometer pro Stunde. So, jetzt kommt man hin. Die rast so schnell da oben entlang.
Und da habe ich halt wirklich schon das Problem des Doppler-Effektes. Kennt ihr sicherlich alle normale Beschreibung, so mal das Martinshorn oder das Auto, was auf einen zugerast kommt, sich anders anhört, wenn es wegfährt. Bei so einer Bandbreite von 12 kHz kann ich das vernachlässigen. Da habe ich ungefähr 5 kHz Shift drin. Das merke ich unten nicht, das merke ich oben nicht. Bei FM ist das gar nicht so das große Problem. Das heißt, ich habe ein recht gutes Signal. Ich kriege das auch verdammt gut rein, weil es ist nichts im Weg. Na gut, hier ist ein Hallendach im Weg, aber wenn ich draußen stehe oder in der Glaskuppel drüben, überhaupt kein Thema. Ich kann die ganze Zeit das Signal reinkriegen, glasklar, und höre dort Menschen aus dem Weltall. Man hört die sogar schon, wenn man die ISS noch nicht sieht, weil wenn sie nicht angestrahlt wird, kriegt man ja trotzdem irgendwie das Funksignal rein. Ich kann auch genauso gut hingehen und ja, mit dem Radio das Ganze empfangen. Hat noch irgendwer von euch so eins vom Chaos Communication Camp 2015? Wer hat noch ein Radio? Niemand hier? Doch. Schon mal mit rumgespielt? Schon mal irgendwas? Noch gar nicht. Auf jeden Fall, man kann das Gerät relativ simpel auch als FM-Empfänger halt einstellen, weil so ein normales Küchenradio macht es nicht. Das kommt auf der Frequenz nicht klar. Es geht hier nur bis 108 MHz, normales Radio. Bei 145,8 MHz ist die Frequenz, wo ihr es einstellen könnt. Kleine Stummelantenne, so wie hier dran, oder halt ein bisschen was Größeres. Irgendwie passt das schon. Auf jeden Fall kann man da wunderbar auch die Signale empfangen einfach. So, ich kann natürlich mit den Leuten auch reden. Das ist jetzt ein bisschen, na, ich sag mal nicht schwieriger. Theoretisch müsste so eine Antenne schon ausreichen. Man muss sie vielleicht noch ein bisschen ausrichten. So horizontale, vertikale Polarisierung. Weiß man jetzt gerade nicht, wie die Antenne oben ausgerichtet ist. Muss man vielleicht mal ein bisschen drehen, da geht es vielleicht besser. Aber was auch ganz gut klappt, ist ja, so eine gerichtete Antenne. Das ist das Modell, was ihr da auch im Bild seht. Die habe ich irgendwann mal selbst gebaut. Baukosten 20, 30, 35 Euro. Leider ist es hier auch schon auf dieser Veranstaltung zu klein, dass jemand vorhin eins von diesen Reflektoren abgebrochen hat. Der kommt eigentlich da unten noch mit dran. Ich habe hier zwei verschiedene Frequenzbänder drauf. Einmal das 2 Meter Band bei 145 MHz, das sind die großen. Und das 70 cm Band für ja, 430 MHz. Wenn ich aber mit der Crew reden möchte, reicht vollkommen das 2 Meter Band aus. Das heißt, ich sende auf einer Frequenz rein, die hören mich auf dieser Frequenz und die senden auf einer anderen Frequenz raus, weil wir haben halt nicht so einen komplett Full-Duplex-Betrieb im Amateurfunk, sondern in der Regel so einen Halb-Duplex-Betrieb. Damit man aber jetzt halt nicht irgendwie die Frequenz komplett dicht macht, gibt es halt zwei Frequenzen, eines zum Reinsenden, eines zum Raussenden. Wenn ich halt mit meinem Funkgerät hingehe, 145,2 MHz einstelle zum Senden und 145,8 zum Empfangen einstelle, kann ich mit der Crew reden. Ich kann die ISS aber auch als Repeater benutzen. Wenn die Crew gerade schläft, dann kann ich auch durchaus hingehen und kann trotzdem die ISS ja als Verstärker benutzen. Das heißt, ich sende selbst auf 437,8 MHz rein. Deshalb gibt es die zweite Antenne dran, ne? 70 cm Band, ungefähr 435 MHz, 437,8 passt auch noch damit. Sende damit rein und empfange halt auf einer anderen Frequenz. Da macht es natürlich einen Sinn, dann ein Funkgerät zu haben, was auf zwei Frequenzen arbeiten kann, was auch schnell umschalten kann. Das hier zum Beispiel kann das. Das kann sowohl auf 2 Meter empfangen als auch 70 cm senden. Oder halt so ein etwas größeres Funkgerät nutzen. Das ist schon irgendwie ja, die Königsklasse, sage ich mal, unter den Funkgeräten für Satellitenfunk. Da kann ich auch noch den ganzen Spaß mitmachen, Doppler-Effekt ausblenden, wenn ich jetzt nicht mit FM arbeite. Zum Beispiel, wenn ich morsen möchte, da habe ich nur 500 Hertz Bandbreite, da muss ich wirklich den Doppler-Effekt schon ausgleichen. Das kann das noch mitmachen und ich kann da komplett mithören. Während ich sende, kann ich mich selbst noch hören. Das können nicht viele Funkgeräte. Deshalb ist das schon so Königsklasse, mit dem man einfach ein bisschen besser arbeiten kann. Man kann es auch portabel theoretisch machen, da ist auch ein Griff dran, also man kann es auch mitnehmen einfach. Man kann hinten einen Akkupack dran anschließen. Das geht heutzutage recht praktisch. Ist trotzdem ein Monster, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Man kann auch das ganze Teil hier schön auf eine Mastnachführung setzen. Viele nutzen heutzutage ja, so ein Stativ aus dem Fotobereich, vor allen Dingen Astrofotografie, sodass man halt auch wunderbar das Ganze nachtrecken kann, ohne jetzt die Antenne von Hand zu halten. Ich sage euch, das geht in die Arme, selbst diese kurze Antenne, wenn ihr die 10 Minuten einfach nachführt und mit der anderen Hand das Funkgerät haltet. Naja, ihr wisst, was ihr hinterher getan habt.
Es geht aber trotzdem, also es ist halt eine ganz praktische Sache. Vor allen Dingen nachführen bei mir habe ich noch so eine kleine Halterung drauf gebaut, da kann ich das Telefon einfach reinstecken, mache da einfach eine App drauf, die halt irgendwie mir zeigt, wo ist gerade die ISS. Augmented Reality, einfach schön draufhalten und klappt ganz gut in der Nachführung, brauche ich nicht gucken, wo die jetzt gerade ist, wenn ich sie halt zum Beispiel gerade nicht sehe. Wenn ich natürlich einen leuchtenden Punkt am Himmel sehe, ist relativ einfach, aber tagsüber sehe ich den nicht. Ja, Leistung. 5 Watt reichen vollkommen aus. Mehr solltet ihr auch nicht nehmen. Eher weniger, denn sonst bratet ihr den Transceiver da oben durch. Naja gut, die werden auch Dämpfungslichter, die da dran haben, aber ihr braucht wirklich nicht viel Leistung. Wie vorhin schon mal gesagt, da ist nichts im Weg. Da ist einfach nur klare Luft dazwischen. Wenn ihr Sichtverbindungen habt, perfekte Sache. Wenn ein Gebäude im Weg ist, natürlich klar, daher wird es dann schwierig, aber ansonsten 5 Watt kann man wunderbar mitarbeiten. Ja, und so hatten wir auch schon zum Beispiel beim Camp 2015 auch schon mal die ISS wunderbar gehört. Ich bin leider nicht durchgekommen, direkt zur Crew dabei, aber es war schon sehr faszinierend, halt mehrere Minuten lang die Crew zu hören, die gerade halt so berichtet davon, naja, dass sie heute endlich mal wieder funken dürfen, weil dort ein Progress-Frachter abgedockt hat. Wenn Progress-Frachter oder wenn Abdock- oder Andock-Vorgang ist, dann sind die Funkgeräte auch stillgeschaltet. Ja, sie könnten jetzt endlich mal funken. Der Kosmonaut, der gerade oben war, vermisst seine Familie, weil er schon 6 Monate da oben abhängt. So das übliche halt. Die erzählen dann auch irgendwie ein bisschen einfach mal aus dem Alltag. Ja, und einfach mal immer wieder probieren. Vielleicht kommt man irgendwann mal durch. Samstagsabends ist ein ganz guter Zeitpunkt dafür. Da haben sie meistens dann Feierabend und können auch mal ans Funkgerät irgendwann dran gehen. Aber auch nicht allzu spät. Ich glaube, um 22 UTC müssen die ins Bettchen und dann ist das schwierig. Oder halt vorher mal den Schedule von der ISS runterladen. Den findet man ja auf den Webseiten von der NASA oder halt auch von der ESA, wo halt drin steht, zu welchen Zeiten die auch Freizeit haben und auch mal ans Funkgerät rangehen dürfen dann halt. Ja, wenn ihr mehr zu Amateurfunk auch irgendwie erfahren wollt, hier auf dem Kongress, die Chaoswelle findet ihr auch hier drumherum, in diesem ganzen Open Infrastructure Bereich, da hängen wir irgendwo hier mit ab. Oder auf unserer Webseite halt, Chaoswelle sind die Funker im CCC. Ja, ihr findet uns auch in manchen Städten halt einfach. Wenn ihr dazu Fragen habt, kommt einfach auf uns zu. Mich kennt ihr jetzt, ansonsten seht ihr die anderen Leute, die auch mit komischen Funkgeräten, mit komischen Antennen durch die Gegend laufen. Darin sind die recht gut zu erkennen. Gut, Fragen von eurer Seite noch? Sieht nicht danach aus. Ja dann, viel Spaß beim Funk mit der ISS. Vielleicht kriege ich das Ding im Baumarkt noch repariert irgendwie und vielleicht schaffen wir es nochmal auf dem Kongress hier auch mit der ISS irgendwie zu funken oder mit irgendeinem anderen Satelliten, der da oben durch die Gegend fliegt. Danke.